Die meisten waren anscheinend nicht in der Lage oder nicht bereit, überhaupt an Zusammenhängen zu denken zwischen den eigenen Wirklichkeiten und diesen ziemlich weit entfernten Kriegen. Ja, schönen guten Abend. Es ist für mich tatsächlich ein bisschen aufregend, heute Abend mit erzählen zu dürfen. Ich bin, wie man wahrscheinlich schon merkt, eigentlich gar nicht von hier. Nicht aus dem Osten und nicht aus dem Westen, sondern von drüben. Und so fange ich mit meiner Geschichte an, mit meiner Erzählung aus den Vereinigten Staaten, um uns zunächst daran zu erinnern, dass die Leute drüben ungefähr 1776 eine eigene Revolution durchgekämpft hatten gegen eine europäische oder britische Monarchie, gar nicht so friedlich wie hier 1989, aber anscheinend damals notwendig, auch mit Gewalt, um eine Demokratie in den Staaten entstehen zu lassen. Kann ich verstehe den Herrn Lafont sehr schlecht. Ist nicht das nur an mir? Wir sind, ja, der Ton ist schlecht eingestellt. Können Sie da irgendwas machen, Herr Lafont? Ich kann es versuchen, ein bisschen lauter zu reden, oder? Ja, das ist jetzt lauter gewesen. Okay. Ich versuche es ein bisschen deutlicher oder lauter Ja, das zu ist gut. erzählen. Ja, ein paar Jahrhunderte später, also 1961, bin ich in Baltimore geboren, am Atlantic, im Reihenhaus, in einer, sage ich, typischen amerikanischen Familie. Wir sind in den Jahren danach oft umgezogen von der Ostküste zur Westküste. In den Jahren danach, das heißt 60er, 70er Jahre, ist im Prinzip die ganze weiße Mittelschicht, also nicht nur meiner Familie, weg von dieser Innenstadt. Es gab das sogenannte White Flight. Die Leute, also die weißen Mittelschichtsfamilien, haben den Innenstädten verlassen. Ich bin jedenfalls amerikanisch sozialisiert. Das heißt, für mich persönlich in einer katholischen, relativ konservativen Mittelstandsfamilie. In den 70er Jahren bin ich mit der Familie in einer kleinen Stadt auf einer sehr schönen Insel angekommen, Oak Harbor, zwischen Seattle und Vancouver am Pacific. Wir wohnten selbstverständlich in einem Einfamilienhaus mit Privateigentum, eben als Kleinfamilie. Mama, Papa, Bruder, Schwester, Hund, zwei Autos, sogar ein Pferd nebenan auf der Wiese. Vater Militäroffizier und Mama als Hausfrau zu Hause. Die Familie war tendenziell, kann ich sagen, autoritär geführt. Hat auch nicht so viel mit der Demokratie wirklich zu Hause zu tun gehabt. Mit 18 bin ich davon weggezogen. Ich wollte auch weg. Habe Kunst und Architektur studiert. Habe die Welt entdeckt. Zunächst im Studentenwohnheim, dann in WGs gelebt. Themen wie Partizipation und Beteiligung entdeckt. Und die sind dann für mich Themen geblieben. Ich habe auch die ersten Demos erlebt. Ich war
in meinen ersten 18 Jahren also wirklich geschützt und in einer ruhigen Ecke groß geworden, eher nicht politisch und Politik und Problem fern. Aber ich habe die Demos erst in den 80ern kennengelernt, damals gegen Krieg in Lateinamerika zum Beispiel. 84 nach dem Studium bin ich in Seattle, in der größeren Stadt, angekommen. Ich habe mich entschieden, mich politisch zu engagieren mit Initiativen, auch dafür bezahlt. Wir haben Initiativen jeden Tag stundenlang eingesammelt, durch die ganze Stadt gelaufen, jeden Nachmittag an den Türen geklopft, mit dem Volk geredet, es versucht mindestens eine Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Organisation hieß Washington Fair Share, haben mit Themen wie Gerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, Gesundheitsreform uns beschäftigt. Die Arbeit war, oder die Organisation war im Hintergrund von Kirchen, von Gewerkschaften unterstützt. Das war für mich jedenfalls eine Art Ausbildung und Sensibilisierung, eben mit Tausenden von Menschen geredet und das Volk kennengelernt und eben die Politik ein bisschen besser verstanden. Es ging weiter 1985 mit Ausbildungen zum Thema wie Community Organizing, also wie organisiert man Nachbarschaften oder vielleicht auch Gewerkschaften. Es gab oder es gibt amerikanische Ansätze, wie damals von Saul Alinsky vorgeschlagen. Wie kann man Menschen, die nichts zu erwarten haben von der Verwaltung oder von der Politik, unterstützen und organisiert voranbringen. Das war eine anstrengende Arbeit mit allen Tiefen und Höhen, oft enttäuschend und eben manchmal mit Teilerfolge. Mein Bruder war wie vielen Amerikanern in Westdeutschland stationiert mit der 80er Jahre. Ich wollte ihn einfach besuchen und meine Europareise machen. Ich dachte an 3 Monate. Ich bin 1,5 Jahre in Europa unterwegs gewesen. 6 Monate davon am Kibbutz. Und das hat mich auch einiges gezeigt, persönlich und politisch und auch wegen Eigentum. Da haben wir im Prinzip alles zu teilen gehabt, die Arbeit, das Kochen, das Essen. Ich habe in der Großküche gearbeitet oder auch Avocados jeden Tag geerntet. Wir als Freiwilligen haben jedenfalls alles zu teilen gehabt, aber die Demokratie war nicht so ganz für uns. Wir haben nicht alles mitzuentscheiden. Da muss man eigentlich sagen, rückblickend, es gab Menschen nebenan, also Palästinenser, die viel weniger mitzureden hatten. Also es gab die Vorteile wegen kollektiven Ansätzen, aber auch deutlichen Defiziten. 1987 bin ich in West-Berlin angekommen, war mit der internationalen Bauausstellung damals in West-Berlin ziemlich beeindruckt, also von den Ansätzen der Demokratisierung der Stadtentwicklung, also Themen wie Selbsthilfe, Selbstorganisation, nach der Hausbesetzer-Jahren. Genossenschaften sind neu gegründet, Projekte sind gemeinschaftlich organisiert. Das war eine aufregende Zeit. Natürlich war das alles unglaublich gefördert, also subventioniert, aber trotzdem sehr interessant
Und für mich, ja, muss ich sagen, es hat mein Leben beeinflusst und verändert. Ich bin jedenfalls zurück nach Seattle gegangen, 1989 damals, habe mit noch einer Bürgerinitiative mich engagiert. Wir haben uns gegen den explosiven Entwicklungen von Hochhäusern in der Stadt uns eingesetzt, auch erfolgreich. Initiative aus der Zivilgesellschaft im Sinne einer, sage ich im Allgemeinen, nachhaltigen Stadtentwicklung. 1991 habe ich wieder mal angefangen zu studieren in Seattle, Stadtentwicklung. Ich bin etwas politischer geworden und habe damals Demos mitorganisiert gegen den ersten Irakkrieg und musste eigentlich ganz schmerzvoll es erleben, wie so viele, eigentlich die überwiegende Mehrheit, sich vom Krieg distanzieren konnten und wollten. Also die meisten waren anscheinend nicht in der Lage oder nicht bereit, überhaupt an Zusammenhängen zu denken zwischen den eigenen Wirklichkeiten und diesen ziemlich weit entfernten Kriegen. In den 90ern bin ich oft zwischen Seattle und Berlin hin und her gependelt. Ab dem Jahr 2000 habe ich mich für Berlin entschieden. Ich habe Berlin damals in den 90ern, aber auch im Jahr 2000 als eine Stadt der Möglichkeiten, also für Architekten, Stadtentwickler, innovativen jungen Leuten, jedenfalls die, die eine Ausbildung hatten und vielleicht ein bisschen Taschengeld. Man konnte hier schön rumspielen, also Projekte starten, Häuser oder Hausprojekte entwickeln oder auch einen Gemeinschaftsgarten. Es gab noch den Zugang zum Boden. Die Stadt war relativ bezahlbar und es gab noch Perspektiven, sage ich gerne im Sinne einer gemeinwohlorientierten Stadtentwicklung. Ich habe mich jedenfalls für die Uferfabrik entschieden als Arbeitsort. Wir haben zusammengearbeitet dann 7 Jahre lang, haben zusammen veranstaltet im Jahr 2000 das Festival für Ökologie, Kultur und Gemeinschaft. Daraus ist meinen Verein entstanden, das Institut für kreative Nachhaltigkeit. Seitdem sind wir am Arbeiten in Berlin, auch mit diesen Themen, also wie ist die Stadtentwicklung weiter zu demokratisieren im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung. Ich habe von der Uferfabrik einiges, sage ich, gelernt und das kommt aus den älteren Westberliner Zeiten. Die Rede war von 3 Optionen. Was macht man, um die Welt zu ändern oder mit den großen Problemen umzugehen? Also Punkt 1 hieß, sich zu bewaffnen. Also ich denke an die amerikanische Revolution von damals oder vielleicht die RAF in den 70ern in Westdeutschland. 2. die lange Marsch durch die Institutionen oder auch eine Partei mitgründen oder eine Partei sich anschließen. Oder Punkt 3, selber was tun und gucken, was geht. Und das war die Uferfabrik, das ist viel von Berlin, diese Idee der Projektarbeit, kleinere Projekte, Genossenschaften, Hausprojekte, Kulturprojekte, Gartenprojekte. Das ist im Prinzip mein Leben geworden, im Sinne dieser Selbstorganisation, im Sinne dieser Art der direkten Demokratie. Ja, wir haben das Institut für kreative Nachhaltigkeit gegründet. Seitdem, also fast 20 Jahre lang, sind wir dabei, zu forschen, zu veranstalten, zu veröffentlichen, Netzwerken zu unterstützen, auch eine bestimmte Lobbyarbeit mit zu organisieren. 2011, für mich war es wichtig, mit diesem Projekt durchzustarten. Das ist die neue Spreefeld-Genossenschaft, eine Bau- und Wohngenossenschaft in Berlin-Mitte.
Hier geht es uns auch darum, die Beteiligungsmöglichkeiten zu maximieren. Also was ist eine direkte Demokratie? Wie können sich Menschen beteiligen mit der Struktur der Genossenschaft, eine Person, eine Stimme, auch mit der Hoffnung, Wohnungen zu planen, zu bauen und langfristig relativ bezahlbar zu verwalten. Die Idee kommt ja aus dieser Berliner Landschaft, die Hunderten von selbstorganisierten Wohnprojekten, Baugruppen, Genossenschaften und so weiter. Am Spreefeld haben wir um die 150 Menschen, die hier wohnen, nebenan um die 70 Leute, die hier jeden Tag arbeiten, nochmal 25 Kinder, die zur Kita gehen, Tag und Nacht, Gruppen, die hier vorbeikommen, um irgendwas zu tun, in der Holzwerkstatt zu arbeiten oder im Garten oder irgendwas im Gemeinschaftsraum. 2014 durften wir hier einziehen. Für mich war es und ist es ganz wichtig, in eine WG. Die nennen wir die Spree-WG. Wir sind um die 20 Menschen, 3 Kinder im Moment, 2 Teenagers, 15 Erwachsene, um die 12 Privateinheiten, Gemeinschaftsküche, Wohnzimmer, Badewanne. Es wird viel gekocht und gegessen. Die Idee oder eine bestimmte Idee der Gemeinschaft ist gepflegt. In der Corona-Zeit, jedenfalls in diesem Jahr, es ist uns klar geworden, wir haben es gut. Wir haben die Möglichkeit zu teilen, viel auszutauschen, voneinander irgendwie doch immer wieder zu unterstützen. Also wir können lernen, müssen gar nicht, aber wir können lernen zu teilen. Wir können lernen zu diskutieren und auch noch Kompromisse zu machen, was eigentlich ganz wichtig sind in der Demokratie. Ja, was haben wir sonst gemacht? Wir veröffentlichen wie Cohousing. Die Zeit ist fast ab. Ja, genau. Herr Lafont, würden Sie den Bogen schließen, bitte? Ja, das mache ich. Also ganz wichtig aktuell, mit dem Verein ID22 sind wir dabei, eine neue Stiftung in Berlin mitzugründen, das heißt die Stadt-Boden-Stiftung. Warum machen wir das? Weil es Defiziten noch gibt in der Stadtdemokratie, aber auch mit Genossenschaften, auch mit den ganzen Wohnprojekten. Die Idee ist, eine gemeinnützige Stiftung zu gründen und Menschen aus den Projekten, aber Menschen auch aus den Nachbarschaften, aus der Stadtgesellschaft zu beteiligen. Warum? Ja, weil wir wissen, Berlin als Stadt ist inzwischen schon gentrifiziert, das heißt nicht mehr bezahlbar für viele. Das hat auch mit der Demokratie, die Stadt wird exklusiver, die Demokratie muss auch bezahlbar sein. Es hat auch mit der Frage des Eigentums. Also wie kommen wir denn da zurück? Also das heißt, wir müssen die Sachen zusammen führen. Wir müssen wählen dürfen, aber brauchen auch Zugang zum Boden oder auch eine bezahlbare Wohnung. Also wir brauchen Strukturen und wir meinen, ja, wir haben mit der Politik und mit der Verwaltung zusammenzuarbeiten, aber die Zivilgesellschaft muss auch stark bleiben. Und deswegen ist die Stadt-Boden-Stiftung aus dieser Zivilgesellschaft gegründet. Vielleicht last but not least, also für mich persönlich, ich denke an Demokratie, Defiziten. Ich bin auch Staatsbürger der Vereinigten Staaten. Ich würde gerne auch Deutsch sein. Meiner Meinung nach ist das schade, dass Deutschland oder Berlin das nicht zulässt. Also wir sind ein paar hunderttausend Menschen in Berlin, die lange hier leben, die hier bleiben werden, die arbeiten, die Steuern zahlen, die nicht wählen können. Das scheint mir altmodisch zu sein, zu sagen, ja, du bist entweder amerikanisch für das Leben oder Deutsch. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, danke, Michael Lafont. Sie meinen die doppelte Staatsbürgerschaft, ja? Das meine ich, ja. Die soll möglich sein, ja. Danke für die Geschichte, für diesen Weg von Baltimore, USA nach Berlin, mit den Kämpfen, die wir in Berlin hier wirklich austragen, um
bezahlbare Mieten. Und ja, wir bleiben gespannt, wie es weitergeht. Danke.